Hallo zusammen, die besten Tipps und Tricks zum Warmbleiben im Winter. Der erste Tipp ist offensichtlich, Schichten, Zwiebelschalenprinzip, mehrere Schichten anziehen. Also T-Shirt, noch ein T-Shirt, Pullover, dicker Pullover, dünne Jacke, dicke Jacke, Daunenjacke, Windjacke. Also das kann man dann beliebig kombinieren und ist sehr flexibel. Gerade wenn man eben nicht aus dem Auto steigt und irgendwo rumsteht, sondern wenn man sich bewegt, wenn man aktiv ist und dann rumsteht. Ne? 2 Stunden wandern, 3 Stunden rumstehen, 2 Stunden zurückwandern. Da will ich natürlich flexibel sein mit der Kleidung. Der zweite Tipp ist, eine lange Unterhose anziehen, das mache ich aber nicht. Bei der Bundeswehr haben wir das gemacht, zum Beispiel, wenn ich Wache gestanden habe, irgendwo 2 Stunden draußen stehe nachts, dann ziehe ich eine lange Unterhose an, weil ich mich nicht bewege. Wenn ich mich aber bewege, finde ich das nicht so praktisch. Vor allem, wenn ich mich bewege und dann bin ich wieder drinne und dann stehe ich, so dieses Wechselspiel. Ne? Ich fahre mit dem Zug irgendwo hin, laufe da rum, stehe dann, laufe zurück, gehe wieder in den Zug, dann ziehe ich ja zwischendurch nicht die lange Unterhose aus. Besser sind folgende 2 Tipps. Frauenkleidung anziehen. Wenn du ein Mann bist, frag mal deine Freundin oder die Kollegin deines Vertrauens oder sowas. Stulpen. Stulpen aus Wolle oder am besten halt so eine Mischung aus Wolle und Baumwolle, dann ist es ein bisschen angenehmer, kratzt nicht. Kann man über oder unter die Hose ziehen, über die Schuhe ziehen, gerade so dieses über die Schuhe und über die Hosenbeine bis zum Knie hochziehen. Man friert ja an den Extremitäten und verliert die Wärme an den Extremitäten. Und dadurch muss ich nicht eine lange Unterhose anziehen oder eine Thermohose oder sowas, sondern ich habe eine normale Wanderhose an und dann halt die Stulpen drüber und habe warme Waden, sodass dann quasi auch die Füße, das hilft unheimlich viel mehr, als man denkt, für die Füße. Das habe ich kennengelernt in Chile 2009, Höhenbergsteigen. Und da habe ich die eben mitgenommen und war damit, wir haben auf 5800 Meter geschlafen, wir haben gezeltet auf 5000 Meter bei wirklich tiefen Temperaturen und wirklich viel Wind und ich hatte keine lange Unterhose dabei und das ging wunderbar. Und der zweite Tipp ist ergänzend, statt einer langen Unterhose eine normale, einen Slip anziehen und darüber dann ein Boxershort aus Merino-Wolle. Weil dann ist die Hüfte warm. Dann habe ich auf der Hüfte kuschelig warm, aber trotzdem kann ich atmen, mich bewegen und so weiter, lüften und komme halt auch irgendwie, kann auch mal aufs WC gehen und so weiter. Also ich bin da furchtbar flexibel mit, habe es kuschelig warm und überhitze nicht, so sage ich mal. Und die Oberschenkel, also ich als Mann mit haarigen Oberschenkel, friere an den Oberschenkeln jedenfalls nicht. Dann der nächste Tipp ist offensichtlich natürlich, was Warmes von außen zuführen. Das eine ist warmen Tee trinken. Ne? Die 0,5 Liter Thermoskanne kann man ja gut mit in den Rucksack schmeißen, kann man immer dabei haben. Oder halt, je nachdem, wenn man länger unterwegs ist, dann halt natürlich einen Kocher mitnehmen und Schnee schmelzen und so. Und das andere ist eine Taschenwärmer, die gibt es ja auch in diversen Varianten, elektrisch und mit Chemie und so weiter. Das hier ist eine Powerbank. Eine Powerbank, da habe ich 2 von. Und die kann ich als Powerbank ganz normal benutzen, mein Handy aufladen. Aber ich kann auch die Heizung anmachen, das Ding wird warm. Nicht heiß, aber gut warm, sodass wenn ich das in der Brusttasche habe oder halt in die Jackentasche und dann die Hände dazu stecke oder in die Hosentasche Hände dazu stecken, dann habe ich es mal eine halbe Stunde warm, um mich noch ein bisschen aufzuwärmen. Hält nicht ewig, ist aber eine gute Geschichte im Sinne von, ich kann es einfach aufladen wieder. Ich muss nicht diese Chemie-Dinger, die teilweise mit dem Klicken, die man dann erst wieder aufkochen muss. Und so. Ja, mache ich ja nicht. Alternativ gibt es diese Dinger mit Kohlestäben oder mit Benzin. Bei der Bundeswehr früher hatten wir diese Benzindinger, wo ich Feuerzeugbenzin reinkippe, anzünde und das hält dann die halbe Nacht. Und das wird auch kuschelig warm. Es muss einfach funktionieren, es darf nicht, ne? Es ist Feuer, da muss man ein bisschen aufpassen. Quizfrage, stimmt das oder stimmt das nicht? Man verliert 40% der Wärme über den Kopf. Jetzt ist es bei mir ein bisschen spezieller wegen der Frisur. Mit meinen Löckchen, die ich mit 16 Jahren hatte, habe ich weniger im Kopf verloren. Die 40% stimmen nicht. Kann man mal googeln, ganz interessante Geschichte. Es kommt aus einer Studie, wo die Leute einen Thermoanzug hatten und keine Mütze. Und da haben sie die meiste Wärme über den Kopf verloren, weil da kein Thermoanzug drauf war. Ja, okay. Aber es ist trotzdem so, weil der Kopf ist einfach klein, zu wenig Fläche, um wirklich viel zu verlieren. Nichtsdestotrotz, ich mit meiner Frisur verliere relativ viel Wärme über den Kopf, deswegen habe ich immer eine Mütze auf. Zusätzlich habe ich immer so ein Halstuch um. Gibt es in verschiedenen, das ist jetzt vom Buff, das ist Merino-Wolle. Kuschelig warm, trägt sich sehr angenehm und ich kann das halt je nachdem auch als Sonnenschutz nehmen oder als Schweißband nehmen oder wenn es mich stört, dann binde ich mir das gerne auch als Schweißband und Handgelenk, dann kann ich halt, ne? Gibt es das Kunststofffaser, Merino-Wolle, Baumwolle etc. und so weiter. Das, wie gesagt, Buff, Merino-Wolle, kuschelig warm und
hält ziemlich lange und ist ziemlich lang, sodass man das halt dann auch mal vors Gesicht ziehen kann oder über die Ohren ziehen kann oder sowas. Gute Handschuhe offensichtlich, die hier sind jetzt ein bisschen teurer von Mammut, vergleichbar gibt es natürlich von anderen Herstellern, dafür sind die von Mammut halt wahrscheinlich ein bisschen, also die habe ich schon sehr lange, die haben viel mitgemacht. Was auch hilft, sich nicht zu schade sein, das Ganze mit Training zu verbinden, wenn man nicht gerade tagelang unterwegs ist. Das gibt es tatsächlich bei mir, dass ich irgendwo hinter meinem Stativ liege und Liegestütze mache oder Kniebeuge mache oder sowas. 100 Kniebeuge, dann ist aber auch warm. Wenn man die so ein bisschen staffelt, vielleicht nicht alle 100 am Stück macht, sondern ne, alle Minute mal 20 oder sowas, dann kann man das über 10 Minuten, Viertelstunde strecken, gerade über Langzeitbelichtungen gemacht, Milchstraße oder sowas. Gerade wenn ich warm angezogen bin und dann squatte, dann wird man natürlich auch warm. Jetzt sagst du so einen Quatsch, macht kein Mensch. Doch, ich mache das. Ich friere nicht gerne und ich friere sehr leicht. Genug essen und zwar ruhig mal Kalorien essen. Also Dunkle Schokolade ist super, hilft. Den Trick habe ich von jemandem, der in der Antarktis war. Das habe ich mal in irgendeinem Podcast. Es ist mir nicht eingefallen, ich habe vorher nachgedacht. Der war also in der Antarktis auf so einer Forschungsstation und der hat gesagt, die essen ganz viel dunkle Schokolade, weil das eben kuschelig warm hält. Und das ist tatsächlich so. Bei mir ist es weniger Schokolade, ich esse dann viele Nüsse, wenn ich in Bergen unterwegs bin. Also wirklich fettige Nahrung, wo der Körper einfach auch Energie braucht, um die zu verbraten quasi, um die zu verdauen. Weil dabei entsteht Wärme und von innen warm werden ist natürlich immer das, was man haben möchte. Daune, Synthetik oder was wollen wir da nehmen? Synthetik ist inzwischen so gut geworden, dass man häufig Synthetik nehmen kann und es ist fast gleichwertig mit Daunen. Schlafsäcke zum Beispiel habe ich inzwischen, meine Daunen nehme ich fast gar nicht mehr, weil Synthetik besser ist, weil es auch wärmt, wenn es nass ist. Daunen, wenn sie nass wird, dann klumpt sie zusammen und wärmt sie nicht mehr richtig. Das ist das Problem. Das heißt, ich habe häufig Synthetik dabei. Da gibt es ja verschiedene Hersteller, Polartec und wie das alles heißt. Und dann nicht Baumwolle, sondern Wolle. Bei der Bundeswehr haben wir immer gesagt, Baumwolle tötet. Der Hintergedanke ist halt, Baumwolle, wenn das nass ist, wärmt es nicht mehr und es braucht ewig zum Trocknen und stinkt. Und Merino-Wolle ist ja so gut geworden, dass das kratzt nicht mehr, das Zeug. Ist relativ stabil, hält lange und hat dann halt eben den Vorteil, man kann es auch mal 3 Tage anziehen, ohne dass man gleich stinkt. Und es ist halt sehr viel wärmer, selbst wenn es nass ist. Das heißt, eine Synthetikschicht unterziehen, wenn ich weiß, dass ich schwitzen werde und dann halt eben Merino-Wolle darüber. Egal, ob es ein Pullover ist oder ein T-Shirt. Ich habe zum Beispiel meistens so ein Synthetik-T-Shirt an und dann ein Merino-Wolle-T-Shirt drüber und dann halt Pullover und so weiter. Der Pullover, den ich jetzt anhabe, der ist zum Beispiel auch Merino-Wolle. Da habe ich diverse von, gerne mit Hals, weil immer mein Hals muss warm sein, sonst ist mir am ganzen Körper kalt. Und ich setze häufig halt auch eben die Kapuze dazu auf. Das waren meine Tipps zum Warmbleiben im Winter. Ich hoffe, du bist nicht so eine Frostbeule wie ich. So oder so hoffe ich, das hat geholfen, war unterhaltsam. Viel Spaß bei deinen Wintertouren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.